Sternerlein, glaub mir, ich wollte dir vorhin schon sagen, dass ich keinen Verlies-Koller habe. So, wolltest du. Ja, aber du hast mir ja nicht zugehört. Och, was bin ich doch für eine schrecklich unaufmerksame Hexe. Ach, mach dir nichts draus. So was kann ja jedem mal passieren, ist ja klar. Stimmt. Da bleibt aber trotzdem noch eine Frage offen. Ja, welche denn? Wieso du mir vorhin mit deiner ausgetickten Trollnummer auf den Wecker gegangen bist, obwohl du genau wusstest, dass du keinen Verlieskoller hast. Ja, weil ich dich ein bisschen ärgern wollte. So wolltest du. Na schön, dann darf ich dich aber jetzt auch ein bisschen ärgern. Aber was? Das muss nicht sein. Nein, oh, gar nicht. Doch. Das muss nicht unbedingt. Erklingt mein Fingerschnippen. Hör ich ein Kompliment von deinen Lippen? Ja, aber was ist denn das für ein... Oh, Hexana! Du dunkle Blume des Universums! Oh, wie schön! War ich das gerade? Ja, und ist das nicht toll? Jedes Mal, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippe, musst du mir ein Kompliment machen. Ja, einmalig, ehrlich. Ja, oh, Hexana! Du Traum aller Hexenmeister! Oh, das gefällt mir. Und da ich jetzt gute Laune habe, darfst du einen deiner menschlichen Freunde anrufen und ein Spielchen mit ihm spielen. Ja, danke, Gnädigste. Danke, danke. Keine Ursache. Anna, hallo. Hi. Grüß dich. Wo wohnst denn du? Wo ist denn das Heidenau? Heidenau ist in Niedersachsen. Ach, Niedersachsen. Da hab ich schon gedacht, wegen der Heide, was? Pfui, meine Füße qualmen, Hugo. Anna, Mensch, kann ich konzentrieren. Was hast du so für Hobbys, Anna? Ich mach Westernreiten und Volkstanz. Jetzt, was? Mensch, hör mal auf damit, Hexan. Die Leute denken ja nicht Pupsi hier. Mensch, Gott, wie sieht denn das aus? Westernreiten? Ja. Was ist denn das? So wie John Wayne? Nee, also, das ist, eigentlich... Naja, ganz normal. Ich finde das gut, dass du ganz genau weißt, was du da eigentlich machst. Müsst ihr erstmal überlegen. Ich sag mal, ist das so wie bei Bonanza? Kann das sein? Also ja, der Reizstil ist schon so, lustig. Die Klamotten sind normal. Ach so, und das hätte auch sein können, dass er von Osten nach Westen reitet oder so. Kann ja auch alles sein. Weißt du was, gehst du eigentlich auch gerne schwimmen, Anna? Schwimmen, ja. Ja, ich ja auch so wahnsinnig gerne, weißt du? Am besten gehen wir jetzt mal zusammen schwimmen, ne? Ja. Guck mal, 4 und 6 sind deine Tasten und die 8, weißt du, zum Luftholen drauf. Ja. Und wieder runter, ist klar, ne? Ja. Und immer schön die Truhen einpacken und pass auf da vor diesem ganzen Fischkram und so. Ja. Und ab in die Badehose. Okay. Guck mal, ich glaube, damit könnte ich sogar Western reiten mit den Klamotten. So, pass auf. Rüber. Du musst schon drücken, Anna. Ganz kräftig und schnell, ne? Rüber, Anna, drück schnell. Schön fix drücken, ne? Warte, wow, der Fisch! Was? Mahlzeit. So, pass auf, lass den Fisch lieber weg. Ja, genau, dahin ist klasse. Ja, die Truhe nehmen wir auch noch mit. Das sind wieder Punkte. Voll, Anna. Links rum. Ja, scharfe Kurve. Oh, kurz mal Luft geholt. Oi, 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 oi. Rüber, weg da. Mensch, nein, nicht deinen Fisch. Ach, Gott, nee. Oh, da ist noch eine Truhe. Da ist noch eine. Wahnsinn. Das sind ganz schön viele Punkte. Nee, das klang aber gut gerade. Nein! Ach, wärst du mal noch auf der Seite geblieben. Jetzt ging es wieder ab in den Fisch. Oi, 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 und das ist so kurz vorm Ziel. Anna. Was für ein Volkstanz machst du in Niedersachsen? Ja, das sind Gruppentänze. Bauchtänze? Gruppentänze. Ach so, hätte ja sein können. Hier ist der Punktestand. Wo ist er denn? Na, Rabe, was hast du mit dem Punktestand gemacht? Gib ihn her. Komm. Alte Socke. Da ist er. Goldener Sack, zack, zack. Ja, cool. Das war die Fischerei. 200 Punkte, Anna. Ja, super. Oh, Anna, 200 Punkte. Applaus, hier ist der Preis. Ja. Ja, jetzt wird Hexana aber wirklich traurig sein, denn ich habe ihr Lieblingsstück für dich. Du bekommst den absolut originellen Garderobenständer Eden von Kossiol. Der bringt Schwung, Farbe, Urlaub und Abenteuer in deine Wohnung. Außerdem kannst du ihn auch als Schirmständer benutzen. Ja, super. Hey, klasse. Anna, den Preis hast du gerade gewonnen. Ja, möchtest du vielleicht noch ein paar mehr Punkte haben?
Ja, warum nicht? Und gehen wir in die Schatzkammer. So. Du musst jetzt drücken. Goldene Mädchen hast du genommen. Ja. Und? Ja! Anna! Juhu! Wusch! Ja, hey! Geil! Klasse! Mach so locker aus dem Handgelenk für vierfach, ne? Stark, Anna. Du, wie ist denn das? Bevor wir mal so auf die Highschool-Liste gucken, vorher noch die Frage, hast du denn auch dein eigenes Pferd? Nee, hab ich nicht. Achso, du gehst also mit Fremdpferden. Du kannst sie ja mal zur Verfügung stellen. Aha, vom Weg, Hexana. Hm, hab ich einen Buckel oder du? So, jetzt sollen wir mal gucken auf die Highschool-Liste. Highschool-Liste. Wo bist denn du? Da! Ja, Stand Nummer 3. Aber klasse, ne? Noch schön aufgeholt. Ja. Wahnsinn, Anna. Hm? Was machst du denn heute noch Schönes? Ich gehe heute vielleicht ins Kino. Ah, welchen Film guckst du dir an? Wilde Kreaturen vielleicht. Ach, der ist witzig! Ja, den habe ich auch gesehen. Der ist echt witzig, der Film. Da bist du ganz schön am Lachkieler, Kieler, Kieler und so. Hexana hat ihn ja noch nicht gesehen. Die kommt ja hier nicht raus. Ich will ja auch gar nicht. Ach komm, Hexana, ihr hattet doch gerade die Welturaufführung von Ben Hur und vom Winde verweht. Okay, Anna. Viel Spaß im Kino. Ja, danke schön. Tschüss. Ihr könnt mich noch weiter anrufen, ne? Ist ja klar. Und so. Ihr könnt immer. Was hast du gesagt? Ich schaue nur Filme wie mit dem Besen verschollen und solche Sachen. Ah, Gott, heute schon gebetet?